Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. Irgendwas faucht da so komisch. Man hört es ganz leise. Es faucht hier irgendwas und ich bin mir jetzt sicher, ob das meine Einbildung ist von der Musik her oder ob da jetzt wirklich irgendwo wer ist und was stibitzen tut. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist echt ein bisschen komische Quest. Ich fürchte, das muss ich nachgoogeln, wie das gehen soll. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Das ist echt ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der ist halt sehr verdächtig. Such dir wen anders zum Reden. Such dir wen anders zum Reden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wer da wen bestiehlt. Ist mir ein Rätsel. Ich glaube, da suche ich mir eine andere Quest. Was hätten wir denn noch im Beton? Ich muss wirklich da unten stehen bleiben und da zuschauen. Das könnte auch sein, dass ich mich bei den Kisten hier verstecken muss. Das könnte ja auch sein. Dass ich mich hier so verstecken muss vielleicht. Kistenstapel. Ah, Nachtwache schieben. Ah. Okay, ich bin doof. Entschuldigung. Entschuldigung. Dreh dich mal um. Alter. Ja, haha. Kobolde. Okay. Du bist hässlich. Okay, haben wir schon. Haben wir schon. Ist schon. Au. So. Haben wir schon. Entschuldigt bitte vielmals für die dumme Warterei, aber haben wir schon. Ich bin einfach nur doof. Mit dem Kistenstapel, da habe ich jetzt nicht gerechnet. Es tut mir sehr leid. Sehr, sehr leid. Glück im Unglück. So, einen schönen Schluck. So. Entschuldigt vielmals. Ja. Das ist halt, wenn man das Spiel nicht kennt, passieren halt solche Dinge. Sehr gut. Kobolde waren's. Okay. Guten Tag. Was? Dann können wir uns schön hinlegen und mit dem Deppen dann sprechen morgen. So. Also, bis zum nächsten Morgenpen. Endlich haben wir das. Sehr gut. Na bitte. Hallo. Wo ist er denn? Der schläft noch. Ah. Dann halt bis mittags, da wird er wohl wach sein, der Saufkopf.
So. Na, du Schlafkopf. Hä? Nee, jetzt, oder? Der Typ ist hoffnungslos. Hallo, was pennst du denn so lange? Ich weiß, er muss seinen Rausch ausschlafen, aber das ist jetzt echt schon übertrieben. Hallo? Jawohl, jetzt kommen sie beide. Na, habt schön zusammengekuschelt, ihr zwei Trotteln. Ist ja wahr. Na los, hopp hopp, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Kommt in die Hurf. So, du Dodel. Es waren Kobolde. Deine Diebe waren Kobolde. Oh, dann habe ich die Gnome wohl zu Unrecht beschuldigt, was? Ja. Sieht ganz so aus. Ich mach's wieder gut, indem ich ihnen weniger in den Arsch trete. Ja, ja, mach wie du meinst. Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Nun, dann such dir mal was aus. Ein Sack voller Gold oder eine Überraschungskiste. Oh, ist das gemein. Nimm mal die Kiste. Her mit der Kiste. Das lob ich mir. So eine Überraschung ist doch eh viel schöner als lumpiges Gold. Da hast du. Überraschungskiste erhalten. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. Was mache ich jetzt mit dem Drum? Logbuch. Falsch. Inventar. Benutzbar. Blunder. Ich mach mal die Muscheln auf. Wer sagt's? Geht doch. Geht doch. Geschafft. Überraschungskiste. Das ist ja ein Questgegenstand. Oder sie wurde schon aufgemacht. Kaputtes Schwert. Das haben wir schon. Zerbrochene Klinge. Das war jetzt das Krönungsschwert, ne? Ah, das wäre schon stark. Das Krönungsschwert zusammenzubauen. Monolithenstein. Tagebuch. Schattenzepter. Schatulle. Pokal. Schattenwaffen. Ich weiß nicht so recht. Okay. Keine Ahnung, was die Überraschungskiste jetzt war. Okay, ich würde sagen, wir speichern das mal. Das war ja ein Erfolg. Wer hätte das gedacht? So. Nächste Quest. Einer kam durch. Ich würde sagen, probieren wir die als nächstes. Da müssen wir wohin? Da können wir auch mal herschauen. Ah, hierhin. Okay. Wäre am besten hier rauf zu porten. Und hier runter zu laufen. Okay. Machen wir gleich mal. So. Dann rennen wir mal. Dann laufe, laufe, laufen. Dann laufen wir mal dorthin. Wack, 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 wack. Wack, 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 wack. Ui, eine Spinne. Ein hässliches Ungeziefer. Noch eine? In der Tat. Spinnen. Ja, pfui Spinne. So. Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte da runter gemusst. Ja, wahrscheinlich müssen dieses Rhino-Viech kaputt hauen. Das da. Ui, da ist ein Panda-Bär. Panda-Bär, ja. Ein Panther. Also eine Katze. Und da ist er schon. Auf, auf. Jawohl. Ein Luchs. Hoppala. So, Katzi. So, und ein Rammer.
und ein Goldkleechen. So, Katzi-Tatzi. Dann gucken wir mal, ob es hier noch was gibt für uns. Schaut schlecht aus. Aber hier runter kann ich schon mal. Aha, das ist ein Häuschen. Irgendwas schwimmt dahin. Achso, das ist so ein Ekelviech. Okay. Ui, schaut, da rein ist Kraut. Sehr, sehr gut. Ah, hey, Akropo. Ein Alligator. Au, au, au. So, Geiser hin. So. Das war heftig. Ja, das war heftig. Das können sie laut sagen. Zusammen schaffen wir das. Wasser-Echse. Oh, das war zu früh. So. Google, 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 Google. Hast du was für uns? Nope. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal zu dem Häuschen darauf. Die Viecher gibt es wirklich überall. Okay, das sind Untot. So. Da wohnen Untote. Okay, das ist nicht schön. Das sind Schergen daheim. Irgendwo sollten die ja auch wohnen, ne? Bäm. 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 Zack, Ruhe ist und du noch. Du Gauner. So, zack. Zack. Und zack. Und zack. Wer liegt jetzt am Boden? Die verlassen. Hoppala. Die verlassene Fische. Na, die Hütte hätte ich auch verlassen. Ja. Haha. Der war schlecht. So, ein bisschen Proviant. Dann schauen wir mal, was das Skelett für uns hat. Ein Knöchelchen. Halt, warte, was? Ein Scavenger. Scavenger. War mit der Hut. Bam. Und? Das war ein Kampf. Ja, ich hab mal, ne? Dass du nicht immer da. Pass auf! Huch! Was haben wir denn da? Ein Drachenschnappi. Ja, komm her. Ja, komm her. Yep, yep. Und zack. So. Passt. So. Na, na, na. Na, na, na. Daran ist Kraut. Eines brauchen wir noch. Supidubi. Und hier wieder eine verschlossene Kiste. Die machen wir auch gleich. Uff. Nach Möglichkeit. So. Was haben wir drinnen? Eine Stoßklinge. Eine Stichwaffe. Okay, ja. Sagt der Name schon, ne? Scheibendegen kann man dann draus machen. Eine einfache Klinge zur Selbstverteidigung. Scheibendegen. Proviant, Kugel und Gold. Nehmen wir alles mit, selbstverfreilich. Dann gucken wir mal. Warte, hoch, die Bank. Das wollte ich nicht. Ich wollte da schauen, was hier war. Ein Messerchen und ein Krügelein. Ein Krügelchen. Da drüben steht jemand. Das werden wir jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen. Weil ich will da nicht sterben. Oh, da ist jemand. Lina. Ein weiteres Opfer der Schatten. Ja. Lina ist tot. Dafür haben wir einen Teleportstein. Einen Schluck Wasser nehmen wir. Oje, oje. Ein Brot nehmen wir mit. Eine Schatzkarte. Okay, dann hier noch ein Apfel. Voodoo-Puppe. Gabel. Silberbecher. Da war hier, glaube ich, noch was. Ah, warte, hier beim Stiefel. Eine Banane. Ich weiß nicht, ob die noch... ich glaube nicht, ob... Nee. Naja. So, da unten steht ein Männchen. Ich werde da vorher speichern.
Hier konnte ich drauf. Ich dodel, ne? Da. Ja. Ich schaue noch kurz, ob es hier unten Daraniskraut gibt, zufällig. Das muss ich mal auf die Insel da drüben schauen, weil da brennt auch ein Feuerchen. Obwohl, da, Daraniskraut. Nice, nice, haben wir das auch schon fertig. Dann würde ich sagen, hier schwimmen ein paar Viechleins. Upala! Ja, gut, dass es tot ist. Jawohl. Walker. Okay. Hallo? Wer sind Sie? Was machst du hier draußen? Hier ist es nicht sicher. Ich bin gerade dort, wo es nicht sicher ist. Ich bin gerne dort so. Ich guck mich mal um. Ja? Ich bin gerne dort, wo es nicht sicher ist. Ja. Die Einstellung gefällt mir, Mann. Echte Entspannung. Kommt doch erst nach einer aufregenden Jagd auf. Das sehe ich genauso. Was machst du hier draußen? Was machst du denn hier draußen? Ich bin Jäger. Das heißt, ich war Jäger. Ich habe meine gesamte Beute verloren. Oh, was ist passiert? Hättest du mal besser aufgepasst, wie gemein. Was ist denn passiert? Was ist passiert? Ein paar Kobolde haben mich in der Nacht überrascht. Sie wollten mir gerade die Kehle aufschlitzen. Ui. Gott sei Dank schlafe ich immer mit meinen Waffen unterm Kopfkissen. Konnte gerade noch meine Haut retten. Ich würde zurückgehen, aber es sind zu viele. Hm. Alleine will ich sie nicht angreifen. Ja, dann tun wir es doch zusammen, oder? Würdest du sagen? Ich helfe dir, die Kobolde zu vertreiben. Hab gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe nichts hier, um dich zu belohnen. Aber ich habe in meinem Lager eine Kiste mit Vorräten. Du kannst dich bedienen, wenn wir da sind. Ich habe mich sowieso schon darauf eingestellt, dass alles verloren wäre. Also dann, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bring dich hin. Ja, dann Attacke. Ich bin bereit. Lass uns jagen. Alles klar. Folge mir. Weil hier werden meine Stiefel nass, weißt du? Na, der hat auch nichts. Passt. Ui, ui. Können wir weiter? Ja, sofort. Ich muss nur hier. Ganz schnell. Tada! Bitte den Teleporter starten. Geht doch. Jawohl. Sehr, sehr gut. Tada. Nice, nice. Sehr schön. Lass uns weitergehen. Ja, ja, ich wollte nur aktivieren, weißt du? Das ist einmal eine schöne Brücke. Die ist außergewöhnlich. Können wir weiter? Ja, ich habe nur was zu essen aufgehoben. Entschuldigung. Gibt es wieder viel zu entdecken. Du liebes bisschen. Das Mistvieh schnapp ich. Ja, aber Vollgas. Nanu. Da. Zack. Na, geh ein. Ich will hinmachen. Ja. Das war heftig. Ja, geht. Mist, die schnapp ich mir! Ja, bitte. Na, gehst du ein? Wir treffen es nicht. Oh, der ist hart. Das verliert keinen Nox mehr von sich. Ja. Die Sindel. Drop dir nix. Da ist er. Nehmen wir es mal mit. Goldstück auf. Scheiße, die Kobolde haben ja ganze Arbeit geleistet. Verdammte Scheißviecher. Ich hasse Kobolde. Das sind mir Gnome um Welten lieber. Ja. Mir auch. Denen kann man die Sachen wieder abnehmen, ohne sie zu töten. Die Kobolde sind Geschichte. Die Kobolde sind Geschichte. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass sie meine Truhe aufbekommen haben. Das Schloss wurde von einem wahren Meister gemacht. Hier hast du den Schlüssel. Danke. Nimm dir einfach, was du haben willst. Danke nochmal, hast mir echt geholfen, Mann. Ich werde mich dann erstmal an mein Feuer setzen und mir überlegen, wie es weitergeht. Okay, danke. Bettchen hat er auch da, das ist sehr gut. Ich habe gerade die Kiste verschupft.
Oh, das wollte ich gerade nicht. Na dann. Hm, da ist auch noch ein Goldstück. Was haben wir da hinten? Weiß ich noch nicht. Das Dings wahrscheinlich. Rum, Zähne, Krallen, Tatze. Für Voodoo-Ritualen. Ein Horn, Warzenschweinfell, Jaguarfell. Danke. Ich nehme alles weg. Ich bin so gemein. So, dann frage ich ihn mal, ob er schon weiß, wie es weitergeht. Ein Wolfisch. Und? Du bist doch Jäger, oder? Was hast du jetzt vor? Du bist doch Jäger. Du bist doch Jäger, oder? Ja, wieso? Möchtest du etwas lernen? Bitte. Warum eigentlich nicht? Ich könnte dir schon so einiges über die Jagd beibringen. Frag mich einfach, wenn du etwas Bestimmtes wissen möchtest. Dann, was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Erstmal werde ich mich ein bisschen entspannen. Da fällt mir was ein. Hättest du nicht Lust, nochmal mit mir zu jagen, Mann? Ich habe schon seit langem eine ganz besondere Beute im Kopf, aber alleine schaffe ich das Vieh niemals. Was genau willst du jagen? Was genau willst du jagen? Bist du schon mal einem Sumpfgolem begegnet? Ja. Das sind ganz gefährliche Monster. Wenn wir ganz viel Pech haben, müssen wir vorher auch noch an ein paar Raptoren vorbei. Das wird mit Sicherheit nicht ganz einfach. Ja, aber machbar. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Du darfst behalten, was auch immer wir da finden. Oh. Ich möchte auch keine Trophäen von ihm haben. Mir geht es nur darum, mal so ein Monstrum platt gemacht zu haben. Okay. Ich helfe dir gern, aber bring mir bitte vorher was bei. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was möchtest du wissen? Krallen nehmen, Trophäen ziehen lernen. Ja, das mal. Zeige mir, wie ich die Krallen von Tieren ziehen kann. Bitte. Das funktioniert fast genauso wie bei Zähnen. Vorausgesetzt, du hast eine geeignete Klinge dafür. Zieh einfach an den Krallen, bis sie herausbrechen. Zur Not schneidest du die Fußsohlen auf und hebelst die Kralle dann heraus. Und Trophäe. Bring mir bei, wie ich magische Tiertrophäen ziehen kann. Das ist etwas schwieriger. Schau dir das Tier genau an und überlege dir, welches Teil von ihm eine Trophäe wert ist. Der Rest hängt davon ab, welches Teil du dir ausgesucht hast. Bei Trophäen musst du äußerst vorsichtig sein, damit du sie nicht beschädigst. Sie verlieren sehr schnell an Wert. Okay, dann werde ich kurz speichern. Das Goldstück nehme ich dann noch mit. Ja, na nun. Und Rum auch noch mit. Oh Gott. Okay, schnell speichern. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir's an. Ich helfe dir bei der Jagd. Bitte. Wunderbar. Ja. Dieser fürchterliche Sumpfgolem ist nicht weit von hier, auf einer kleinen Anhöhe am Rande des Sumpfes. Ich führe dich hin. Bitte. Sag mir Bescheid, wenn du los willst. Jetzt. Ich bin bereit. Lass uns deinen fürchterlichen Golem jagen gehen. Alles klar. Folge mir. Weil wir sind jetzt eh zu dritt, das wird schon. Halt, da war was. Achso, Goldkey. Komm, wir gehen weiter. Ja, da haben wir schon sein Monstrum. Aua. Alter, Alter. So. Ja. So. So. Passt. Jetzt gehen wir zu dem Drachenschnappi. Das war endlich. Jojo. Kralle und Zähne und irgendwas mit dem Schwanzdingens. Und hier auch noch Krallen. Und Zunge. Ja, das ist gut. Ein Schlangenwurzdingens. Passt auch. So, wohin jetzt, Meister? Er geht wirklich. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Ihm ist die Motivation flöten gegangen. Wir sind fast da. Überleg dir gut, ob du vorher noch etwas machen musst. Das wird nicht einfach werden. Also ich bin bereit. Ich bin immer bereit. Ich bin bereit geboren. Dann warte mal ganz kurz hier. Ich speichere noch einmal, weil wenn ich versage, gehen wir's ab. Ich bin bereit. Lass uns weitergehen. Alles klar. Dann hauen wir dem Vieh mal eins aufs Maul, Mann.
Ja, na, wenn ich versage, kann ich hier gleich nochmal starten. Ja, da ist er ja schon. Vorsicht! So, jetzt haben wir gleich. Gut gemacht. Oh, gutes Versteck hat das Vieh hier. Das ist weg. Deine fürchterlichen Sumpfgolem gibt es nicht mehr. Deinen fürchterlichen Sumpfgolem gibt es nicht mehr. Das ist sehr gut. Vielleicht findest du bei ihm ja noch ein paar brauchbare Sachen. Ich werde in meinem Lager sein, wenn du noch etwas brauchst. Danke. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich den noch looten kann. Ich sammle hier mal die Sachen auf ein Rezept. Schwertdorn-Essenz, das ist, glaube ich, gut, ne? Kann ich mir vielleicht eine bessere Variante aus dem Schwertdorn kochen, damit ich vielleicht für Klingen was kann? Okay, das Schließfach war einfach. Kugelgold-Rezept für Schnaps des Todes. Aha. Das kann was? Zeig dir die Position von Untoten an und Dämonenklinge. Okay. Ja, okay. Ich werde jetzt trotzdem mal kurz auf Reserve speichern. So, ja. Und werde versuchen, hier lebend runterzukommen. Oh! Lebend! Ich sagte lebend. Entschuldigung. Verdrückt auch noch. Ich sagte lebend. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich glaube, da muss ich nochmal besiegen, den Golem, weil, dass ich ihn vielleicht in einer anderen Richtung klatschen kann, weil da komme ich ja nie lebend runter, oder? Ist da ein Weg hin? Ich fürchte... Hier war ich noch nie. Ich habe immer einen großen Bogen um diesen Sumpf gemacht. Ja. Ich mag keine nassen Füße. Boah. Hui. Okay, das ging einigermaßen gut. Ein Golemherz. Gut, dann würde ich sagen, das habe ich auf wundersame Weise... was sehen meine Äuglein? Da. Ich muss doch noch kurz hier bleiben. Können wir gleich den Monolithen mitmachen? Würde ich sagen, machen wir gleich, oder? Vielleicht finden wir auch eine Schatztruhe an. Das sind immer riesen Raumsen. Lädt man schnell praktisch. So. Lecker Fleisch. Bäh. Ja. La la la. Aha, hier wäre der Zugang gewesen. Aha. Okay. Das lassen wir jetzt mal kurz. Das lassen wir kurz. Ein Alligator. Die Scheren gehen wir jetzt nicht an. Lass mal weg dabei. So. Also für den Alligator habe ich jetzt gut gehabt, weil ich mich halt schön erschrocken habe. So. Schlechter. Okay. Oh. Weniger. Sag's? Was? Hallo? Menschen, Menschen, überall Menschen. Aber du nicht, du nicht. Warum nicht? Bei dir fehlt etwas, du bist wie wir. Warum bist du wie ich? Es gibt kein Ich mehr. Das Ich ist weg. Wir sind es. Es ist nie mehr alleine. Gollum, Servus. Es spricht. Ich habe auch meinen Geist verloren. Ja. Ich habe auch meinen Geist verloren. Warum hast du nicht besser aufgepasst? Jetzt endest du wie wir. Wir müssen, warum können wir dich nicht? Müssen uns rächen, möchte töten, Menschen töten. Die Schatten, sie kriechen ihm durch die Knochen. Es kann sie fühlen, es will uns aufhalten. Wieso kannst du noch sprechen?
Kann ich dir helfen? Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht töten sollte. Wieso kannst du sprechen? Wieso kannst du noch sprechen? Wir wissen es nicht. Eigentlich sollte... Es ist so geworden, konnte sich nicht wehren. Es ergreift Besitz, ihm fehlt etwas. Es wurde ihm weggenommen und durch uns ersetzt. Ein Teil seiner selbst wurde zerstört. Aber noch wehren wir uns. Wir wehren uns. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Wir haben noch etwas. Wir sind hier wegen irgendetwas sind wir hier. Wir haben es vergessen. Erinnert sich vielleicht. Es könnte dabei Hilfe gebrauchen. Wobei brauchst du Hilfe? Wobei brauchst du Hilfe? Es lässt mich nicht denken. Es ruft, es schreit. Wir sind erst kurz so. Es war hier, um jemanden zu suchen. Vielleicht erinnert es sich, wenn es dorthin geht, wo alles angefangen hat. Es war im Schattenreich. Dort habe ich ihn getroffen. Nimm mich mit dir. Wir werden nicht alleine dorthin zurückgehen. Es gibt eine Kiste, die es versteckt hat. In dieser Kiste sind Erinnerungen. Mhm. Wir brauchen sie. Nimm es. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Das Schwarze Land hat sie tief in ihren Krallen. Am hinteren Ende, am Rand der Berge, auf einer Anhöhe hinter demjenigen, der uns das angetan hat. Warte hier. Na, das ist gut. Hast es ja begleitet uns jetzt schon? Tatsächlich. Okay, das heißt, wir sind zu dritt. Das ist sehr gut. Das freut mir. Hey, wie cool ist bitte das Spiel? Also ich bin ganz begeistert, muss ich echt sagen. Er hat sich sogar ein kleines Lager gemacht. Oh, der tut mir gerade leid. Ob er der eine vermisste Freund ist? Scheißlicher Lernknecht. Wird er auch ein Crewmitglied? Oh, wäre das cool, ey. Shucks. Wie cool ist das bitte? So, ich bin gerade voll überfordert. Ich muss mal kurz speichern. hier drauf, jawohl. Kurz mal Karte gucken. Aha, hier komme ich wieder. Aha, okay. Da muss ich kurz noch warten. Da oben sind die Schattenlande. Das heißt, ich muss hier mal rüber. Okay. Zuerst die andere Seite. Huch! Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ja, schon. Okay. Ja. Also Sachen gibt's. Jo. Gut, dann schaue ich mich mal hier um. Vielleicht finden wir auch die Truhe an, die er hier irgendwo versteckt hat. Ich sollte es vielleicht als Quest... Was ist denn das für ein Viech? Ich sollte es vielleicht als Quest auswählen, hä? Vergessener Schatz. Auf der Karte markieren. Karte. Da ist der Questgeber. Und der Schatz ist da oben. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen mal das da zuerst. Gehen wir rüber bis zum Monolithen. Oh mein Gott. Scheißlicher Lernknecht. Ja. Ich wollte auch nicht unbedingt schwimmen. Ich bin jetzt sehr froh, dass wir zu dritt sind. Das ist echt was geholfen. Aha, sehr witzig. Je größer der Gegner, desto größer der Ruhm. Jawohl. Zack. Au. Autsch.
Ihr dürft's auch, oder? So. Gut. Ein wenig Stress. Ich glaube, der Part ist zu Ende. Kann das sein? Ich habe, glaube ich, eine Überlänge. Weil ich gerade merke, irgendwie ist meine Aufnahmezeit im Stecken geblieben. Ich werde mal den Part machen. Okay, und seit wann du jetzt schon stehst. Ihr Lieben. Entschuldigung, du bleibst natürlich bei uns. Ich wollte den Alligator looten. Ihr Lieben, ich beende es jetzt hier mal, sicherheitshalber. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!